Hallo und herzlich willkommen bei Mingas Brennpunkt, ganz neues Format, denn der Hauptplayer im Bereich Rückabwicklung Lebensversicherung, die Facto Financial Services AG aus München, hat wohl am Freitag Insolvenz angemeldet. Gut unterrichtete Kreise und Kenner der Materie haben das schon länger befürchtet. Und jetzt ist die Frage, ist natürlich eine große Unsicherheit auf dem Markt, wie geht man damit um? Zum einen haben wir ja das Thema Kunden und zum anderen haben wir das Thema Vermittler. Bei den Kunden ist es so, dass es verschiedene Modelle gibt. Wir haben einmal die Kunden mit Rechtsschutzversicherung. Wenn wir das richtig sehen, sind diese Fälle einfach an einen Vertragsanwalt de facto weitergeleitet worden, der auch wohl, wie ich so gehört habe, höchst unerfolgreich war. Also diese Fälle, wenn die Kunden das möchten im Rahmen der Insolvenz, können mit einem einfachen Schreiben sowohl beim Anwalt als auch bei Facto gekündigt werden. Das zweite ist, das sind diese Fälle ohne Rechtsschutzversicherung. Da sagt man, dass diese Fälle wohl bei Facto noch geparkt wären. Und zum Teil ist es wohl so, dass die Lebensversicherungen abgetreten sein an Facto, aber es sei wohl nichts passiert. Nach unserer Ansicht ist es so, wir haben natürlich auch noch nicht den kompletten Überblick, aber so nach unserer schnellen Einschätzung ist es so, dass diese Verträge gekündigt werden können mit der Facto wegen Vermögensverfalls, denn hier geht es ja um die Betreuung auch von Vermögensverhältnissen, von Werten aus der Versicherung und da ist der Vermögensverfall, also die Insolvenz, immer auf jeden Fall ein Grund für eine fristlose Kündigung. Der dritte Bereich, das ist dieses D-Modell, wo die Leute dann auch den Vertrag abtreten und sowohl die Vermittler als auch die Kunden vorab ein Geld bekommen. Da sind die Sachen wohl an einen Star Fund abgetreten worden, also an eine Fondsgesellschaft. Und diese, wenn man so hört in der Branche, wollen das Geschäft weiter betreiben. Das ist natürlich auch immer alles so unter dem Vorbehalt, ob das alles so stimmt. Wichtig aber für die Kunden ist, gegenüber Facto besteht ein fristloses Kündigungsrecht wegen Vermögensverfall. Und wenn man dann will, den Anwaltsvertrag kann man ohnehin immer kündigen. Da muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Dann haben sich auch bei mir heute viele Vermittler gemeldet, die Angst haben vor irgendeiner Vermittlerhaftung. Das sehe ich gerade nicht so, denn die Vermittler haben ja, wie gesagt, nur an die Facto weiter vermittelt, haben da keine Beratung betrieben und die Vermittler konnten natürlich auch nicht irgendwelche offensichtlichen Unwirtschaftlichkeiten bei Facto übersehen, sodass ich, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, die Vermittler nicht in der Haftung sehe. Was aber wohl so ist, die Vermittler haben auch alle ein fristloses Kündigungsrecht ihres Vermittlervertrages mit der Facto, denn auch hier haben wir einen Vermögensverfall. Selbst wenn die Facto weitermachen will, bietet sowas immer ein fristloses Kündigungsrecht. Gerade schlagen die Wogen natürlich hoch, auch bei uns klingelt das Telefon Sturm. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Fragen in Kürze beantworten. Wir bleiben aber auf jeden Fall bei diesem Thema diese Woche dran. Bis dahin.